Hey, filmt es. Ich tue es. Filmt es. Ich tue es. Kann ich es jetzt reinpacken? Du kannst es reinpacken. Okay, wir tun so, als hätte ich es vorher noch nicht gemacht, ja? Packen Sie es rein. Als hätte ich es vorher noch nicht, als hätten wir nicht den Umschnitt gehabt, okay? Komm, ich mach jetzt ich schneide es dann raus. Action-Shot. Ich schneide es dann raus, okay? Okay. Folge dem Gurt. Ah! Original auch immer mit diesem Geräusch. Alkoholfrei. Ja. Yeah. Hier, auf heute. Erster Blick. Wer ist aufgeregter? Immer der Schlagzeuger. Der ist die Gleichgültigkeit in Person. Ja. Ihr packt das schon. So sieht es nämlich aus, Leute. Ja, egal. Aber wir kacken da nicht, ne? Hauptsache, das wird scheiße. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz. Also das. Inner Sanctum, das Heiligtum hier. Was hast du alles da drin? Ich hab, ganz wichtig, mein Bühnenoutfit ist das hier heute. Mhm. Das ist essentiell. Das ist das einzig bunte, was ich meinem Körper tragen werde. Abgesehen von meinen Hämorrhoiden, die rot glänzen. Und deinen Bananensocken, hallo? Und meinen Bananensocken, ja. Aber ansonsten, das ist jetzt mal Technik-Check. Müssen wir mal gucken, das Kabel hast du parat für USB? Ja. Ein paar Sekunden später. Das ist halt die Frage, woran mehr geht, da was kommt. Ja, wenn der Roadie selber der Roadie zum Roadie wird. Nein, der Kameramann zum Roadie wird. Oder andersrum. Oder ich weiß nicht genau. Ich bin der Roadie Shop heute. Du bist der Roadie Shop? Ja. Es ist vor allem sehr angenehm, mal einen Kameramann zu haben, der das machen kann. Ja. Also danke an dich auf jeden Fall, weil normalerweise ist es immer so, wenn ich hier Gigs spiele, damals, als ich Vlogs gemacht habe, musste ich aufbauen, Sachen tragen, meinen eigenen Scheiß dann verwirtschaften und noch selber daran denken zu spielen und auch Kamera machen die ganze Zeit und mich selber filmen. Tja. Das heißt, normalerweise auch bei Alternative Ways, bei den medialen Outputs, bin ich meistens immer am wenigsten zu sehen, weil ich immer der bin, der die Fotos und Videos macht. Mhm. Aber jetzt vielleicht mal so als Information für die Zuschauer, ja. Wie viel Kilogramm Equipment habt ihr wohl schätzungsweise dabei? Viel zu viel. Das, aber auch zu wenig, weil wir haben ja trotzdem nicht so, wir haben ja keine ausufernden Equipment. Ja gut, also jetzt 10 Gitarren hast du ja schon dabei. Im Vergleich, ne? Zu Rammstein ist halt schon wenig, ja. Aber ist halt auch der Maßstab. Also hier können Rammstein auch spielen. Also die Pyro wird ja noch einzeln angeliefert hier. Also. Genau, kommt. Vor allem das Schöne ist, ich habe ISO auf Auto gestellt, ist aber trotzdem irgendwie noch zu hell. Ja, du musst die Blende noch eigentlich umstellen. Aber es ist, machen wir gleich. Wir sind ja jetzt auch dann die meiste drin, deswegen geht das. Aber du bist schon so eine Lichtgestalt. Ja, prinzipiell immer. Also, ne? Das war der erste Konzertblock seit 2020 Anfang, ne? Das ist heftig. Weil letztes Jahr habe ich keine Vlogs gemacht, dieses Jahr auch nicht bei den Konzerten, weil ich immer mehr aufs Spielen konzentriert war. Hm. Weil generell mein YouTube-Output sehr zurückgeschraubt hatte. Aber jetzt ist heute, wo ich die als unterstützende Hand hier habe und auch Person, die an der Hand dranhängt, ist es doch wieder ein Vergnügen. Planst du einen Return? Ich plane einen Return. Das ist aber, wenn du dich richtig hinstellst, vom Winkel her, sieht das aus, als wenn dein Kopf zumindest auf dem Screen in den Himmel übergeht. Das ist wunderbar. Das ist so. Wenn ich im richtigen Winkler da stehe. Wenn du im richtigen Winkler da stehst, richtiger Rainer, du. Nicht in die Nase, bitte. Nein, ist ja nicht. Ist ja irgendwas an, was da drin ist. Unter die Nase. Ja, okay. Also, aber da willst du mir auch nicht hinreiben, oder? Aber guckst du es doch erst nach der Show, oder nicht? Ja, nee, vorher. Weißt, wie? Ach so, ja zum Aufputschen. Du musst ja ballern. Ja, klar. Zum Runterkommen trinke ich nachher 3 Kaffee. Ja, klar. Ja, die Location. Die kennt man ja schon aus vergangenen Zeiten. Genau. Letztes Jahr um die Zeit haben wir auch mit Montez auf der Bühne hier vorne. Da, auf einer Airbühne. Film mal. Da haben wir auch Ginger schon gespielt. Oh. Letztes Jahr haben wir gespielt mit Crack Brains, Jonas Rising, nehmen wir hier als Montez. Und jetzt, dieses Jahr sind wir in der Halle mit Endlos, Boiling Blood und Alternative Ways. Ja. Debüt. Wir freuen uns. Ich mich auch. Wie findest du ein Ginger Ale? Da ist Simon. Ah, das ist Simon. Versuchter Mord. Anzeige ist raus, Mann. Herr Schneider, ich sag's dir.
Ja, Ginger Ale finde ich ganz gut. Ja? Ich weiß nicht, gibt es alkoholfreien Ginger Ale? Ja, Ginger Ale ist immer alkoholfrei, oder? Gin Tonic meine ich, ja. Gin Tonic, das trinke ich nicht. Aber... Ja, mach mal aus. Nur wenige Minuten später. Ja. Busy, busy, busy. Das ist immer mit so viel Voraufwand auch verbunden, ne? Alles aufzubauen und so. Das sieht man als Zuschauer ja nicht unbedingt immer so. Da hat man nicht immer so im Blick, wie viel Zeit das im Vorfeld dann auch kostet. Ne? Dann Soundcheck auch noch, solche Sachen. Das ist mal sehr interessant, das mal so live auch mitzukriegen. Das ist ja immer so der Teil, den man als normaler Zuschauer nicht unbedingt sieht. So. Ups. Das, oh, das hätte auch ins Auge gehen können. Einfach die Infos. Davon sind zwei Eingänge. Die fahren wir. Das ist übrigens sehr fancy, was du da hast. Mono. Einer der linke, einer der rechte. Oh. Welcher ist, habe ich vergessen aufzuschreiben. Ich würde das sagen. Ja. Warum machst du so was, ey? Du bist echt alt. Hier steht auch ein bisschen was vom Equipment. Das läppert sich. Und es wird immer mehr. Wer wird diese ganzen Instrumente spielen? Man weiß es nicht. Man wird es herausfinden. Später mehr dazu. Später. Was haben wir denn da drin? Da haben wir ganz viel teures Zeug. Pedalboards. Vor ein paar Jahren schon mal gezeigt, in der alten Version. Mhm. Jetzt können wir mal kurz hier rüber gehen. Können wir mal kurz den Gear-Talk machen. Das ist hier nämlich mein Schlachtschiff. Dein Schlachtschiff? Also an der Grundversorgung. So liebevoll nennst du das? Ja. An der Grundversorgung hat sich nicht so viel geändert. Guckt euch das mal an. Immer noch mein Wawa-Pedal. Mhm. Dann noch Crybaby 95Q, glaube ich, heißt das Modell. Polytune 3. Das gute alte Stimmgerät. Digitech The Drop für Pitch Shifting. Mhm. Neu in der Kette ist seit letztem Jahr der Deep Six von Walrus Audio. Wurde mir von Christoph von Benahua hier geschenkt zu Weihnachten. Das ist ein Kompressorpedal. Ja. Ist mittlerweile ein wichtiges Element meines Sounds. Dann das DS1X von Boss, mein Distortion-Pedal, benutze ich aber kaum noch. Live vor allem gar nicht, wenn der Amp am Start ist, weil benutze ich nur, wenn ich nicht meinen Amp habe, sondern den aus Proberaum von Benahua hier. Dann brauche ich die Verzerrung. Den Rush Booster, der macht nur laut. Hat nichts mit der Band zu tun, leider. Schade. Dann CE5, das Boss Chorus Pedal. Kein Strom drauf jetzt, aber ist auch ganz wichtig, habe ich eigentlich immer an. Und meinen DD7 Delay werde ich heute Abend kaum benutzen, weil ich hauptsächlich mein Delay vom Amp benutze. Aber ja, das ist noch mein Line 6 Relay G30 Wireless System. Mhm. Das wird mich heute unabhängig von Kabeln hier rumlaufen lassen. Ah. Das wird richtig nice. Ach, nice. Ja. So modern. Ja, tatsächlich. Hammer. Das heißt, du hast hier unten dann so ein paar Sachen drauf programmiert, also ein paar Kombinationen aus den einzelnen... Genau, also ich kann, also hier, nicht aus den Pedalen, aber von dem Amp kann ich... Ach so, alles klar. Kann ich quasi verschiedene Sounds abspeichern und okay. Da habe ich dann quasi 4x32 Kanäle, die ich belegen kann. Hammer. Das ist ziemlich viel. Hammer. Das brauche ich gar nicht. Ich habe nur 8 Kanäle belegt. Aber wenn man mehr haben kann, ist ja auch gut. Ist richtig. Mehr haben ist immer besser als nichts haben. Ja. Von daher gehen wir mal mit der Peitsche in den Kollegen rein. Schön XLR, ne? Oder Line-In? Das ist Line. Ja. Diesen Kabelweg gut machen, ne? Mhm. Ja, kommen wir da durch. Ja, komm mal. Hast du deinen Weg bahnen? Mein Kabelweg, ja. Boah, das ist auch schon krass. Aber du hättest ja theoretisch gesehen noch Platz für ein paar mehr, ne? Theoretisch ja. Also du könntest es noch ergänzen. Ja. Ach, kommt noch. Kostet nicht so wenig, das euch. Das glaube ich. Müssen wir durchrechnen, was sie so gemeinsam gekostet haben. Mhm. Aber ein bis, also das war so 150, das so 220. Okay. Das nur 50? 140, irgendwie sowas. Das sind so ungefähr die Preise davon. Mhm. Je nachdem. Je nach Modell. Ja, Lust und Laune des Händlers.
Aber braucht man halt auch schon, ne? Wenn man da sehr flexibel sein will, was will man machen? Eben. Alles für den Club. Der schwitzt schon, bevor er überhaupt gespielt hat. Ist er wohl nicht. So ist übrigens der Blick von der Bühne. Da hinten gibt es eine Bar. Sound, Mischpult und alles. Monitorboxen. Und er verkabelt noch. Aber er wird immer besser. Er wird immer besser. Er wird gar nichts besser hier. So ein bisschen Tetris auch, ne? Ja. Tatsächlich. Wie viel gekabelt ist das insgesamt, was du hast? Viel. Danke für diese exakte Angabe. Nee, also ich gehe mit einem Kabel aus dem M raus, quasi in den M rein aus dem Paddleboard. Okay. Dann komme ich wieder zurück, gehe nochmal durch ein paar Paddles durch, dann gehe ich wieder raus. Mhm. Wieder in den M rein. Ich nutze den Effekt Loop. Der erzählt E plus. Aha. Der Pascal weiß nicht, was er tut. Das bitte? Kommt alles vom Baden. Alles vom Band kommt das. Finde ich schön. Wenn ich mir das leisten könnte, dann wäre ich froh. Was sind die 10 besten Tipps gegen Kabelsalat? Esst keinen Salat. Das ist schon einmal, ja, damit kann man schon mal anfangen. Wie Markus Rühl sagen würde, vegan funktioniert nicht. Nee, Spaß. Bin ich kein Vertreter dieser Aussage. Aber gegen Kabelsalat kann man nichts machen. Egal wie gewitzt man dagegen vorgehen möchte, es klappt nicht. Nee. Der Kabelsalat findet immer seinen Weg. Hat ihr Malcolm bei Jurassic Park schon gesagt. Es sieht aber auch sehr professionell aus, was du da tust. Ich glaube nicht. Die hängen so ein bisschen, ich sag mal, die hängen so ein bisschen. Also eher nach oben. Genau. Komplett. Sieht ja ziemlich unorganisiert aus, was ich hier mache, glaube ich. Ja. Nicht ganz komplett rausziehen. Nicht ganz. Zumindest fühlt es sich so an. Hier hört man auch sehr viel von rausziehen und reinstecken. Das ist ja, alles sehr interessant. Das ist richtig. Ah, Hilfe. Ja, ja. Ich bin ein bisschen nicht so geschickt heute. Alles so neu für mich. Ja, das ist erster Auftritt. Ja, ich meine, ist ja nicht ganz falsch, ne? Ja, ist richtig falsch mit der Band. Ne? Die alternativen Wege gehen alternative Wege und treten live auf, tatsächlich. Ja. Zum ersten Mal. Das hier ist übrigens das Bass-Setup, der M und dazugehörig. Man muss einfach nur den Kabeln folgen, es ist total praktisch. Das Bass-Rig, den ganzen Pedalen. Etwas weniger als bei der E-Gitarre, aber immer noch einige. Auch da viel Varianz dabei. Übrigens, falls ihr euch wundert, ihr habt es eben wahrscheinlich gesehen, der Bass ist umgezogen, war vorher hier. Jetzt steht er da. Und da ist der Schlagzeuger. Wie, was überhaupt? Sagen Sie mal. Haben Sie Lampenfieber? Ich meine, Sie werden gerade von einer Lampe angestrahlt. Wie sieht's aus, Herr Simon? Nimmt das Fieber zu, je mehr Sie in die Lampe schauen? Ich glaube ja. Eventuell seht ihr jetzt etwas, was ihr nicht seht. Vielleicht seht ihr es aber trotzdem. Es ist nicht Yannick, aber es ist die Setlist. Die jetzt noch zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, streng geheim ist. Und wow. Es blurrt sich sogar von selbst aus. Interessant. So geheim ist es. Schon krass. Ich bin schon sehr gespannt. Vor allem auch auf Discord Wibli Wobbli. Das ist einer der geilsten Songnamen, die ich kenne. Man darf gespannt sein. Ist übrigens auch sehr schön. Zugabe. Ach ja. Und so langsam wie jetzt. Es nimmt Form an. Ja, das kann ich mir schon.
Du hast keins gelegt. Und hier wird jetzt das Drumset aufgebaut, damit später einfach nur noch auf die Bühne gestellt werden muss, wo jetzt noch ein anderes steht, von einer anderen Band, die auch noch mit auftritt. Und so nach und nach, auch hier, wie man sieht, ist das durchaus einiges. Es sind viele kleine Teile, die dann zusammengesteckt werden. Im Prinzip wie Lego, wenn man so möchte, halt nur musikalisch. Musikalisches Lego. Ich glaube, das ist eine gute Umschreibung. Es wird so langsam. Schlagzeuger spielt sich ein. Nein, attuned tatsächlich. Attuned. Scheiße, jetzt habe ich doch was gesagt. Ja, ach Mist. Du wolltest doch das Bild aufrechterhalten vom schweigenden Schlagzeuger. Vom stummen Schlagzeuger. Ja. Tunst du nach Gehör oder wie machst du das? Ja, klar. Das sind Profis. Ich hätte auch Geräte früher, aber... Wer braucht schon Geräte, wenn man ein gutes Gehör hat, ne? Ich bin ja schon eine Maschine. Ja, das sowieso. Welches Charakterbild wollen wir malen? Der Schlagzeuger, der wenig sagt, oder der, der nur arrogante Scheiße von sich gibt? Tja. Haben wir jetzt beides geteased? Womit ziehen wir es durch? Das ist eine gute Frage. Was liegt Ihnen denn mehr? Herr Simon. Ich glaube eher das Fresse halten, das kann ich gut. Ja? Ja. Alles klar. Kann ich da so Untertitel einfügen, was du gesagt haben könntest, aber nicht gesagt hast? Eine Bassdrum. Aber Double Bass, ne? Spielst du in dem Sinne. Gibt es einen besonderen Grund, warum du eine Bassdrum hast, aber... zwei Pedale? Ist es der Sound? Ist es der Look? Was ist es? Drücken Sie es pantomimisch bitte aus. Ich habe mich so gefragt, warum hast du denn eine Bassdrum, aber zwei Pedale? Weil zwei Bassdrums scheiße aussehen. So sieht's aus. Und jetzt ziehst du hier um. Schaffst du es? Ja, das geht. 1, 2, 3. Hier wird viel umgezogen heute. Von links nach rechts und von rechts nach links. Aber ich ziehe mich ja nicht mehr um. Aber er zieht sich nicht mehr um. Er ist schon fertig. Sehr feinfühlig. Diese Schlagerzeuger von heute. Könnte meinen, in seiner Freizeit spielt er Bongos. Kamera. Ja, Kamera, Kamera. So. Guck mal, Carsten. Die kennen wir doch. Guten Tag. So, der Palzrocker. Jetzt stehe ich mal auf der anderen Seite von der Kamera. Ja. Hi. Ja, also, als wir das letzte Mal hier gespielt haben. So kommt's, ne? Ja, ja. Da habe ich ja auch ein Video gemacht. Damals ein Feinripp bei Weihnachten. Da habe ich dich ja auch schon im Video gehabt dabei. Da hast du auch aufgebaut. Ja, das ist so ein, das ist so ein Running Gag. Ich kann mich daran erinnern. Das Video habe ich ihm vorher erst gezeigt. Sah sehr gut aus. Ja. Hast dich auch gut gehalten, finde ich. Was? Du hast dich gut gehalten. Ehrlich? Ja, finde ich schon. Ah, hier, ne? Okay. Also, würde ich schon sagen, doch, doch. Und tatsächlich war der Carsten auch in meinem letzten großen Video, das ich gemacht habe, vor einigen Monaten, nämlich dem Killing Your Idols Interview. Da war er auch der ausschlaggebende Faktor dahinter. Tja. Das Kamerakind, also ich habe nichts großartig gemacht. Gebabbelt hat er. Du hast die Connection hergestellt zwischen der Band und mir. Also von daher heute Abend ist er hier der ehrenwerte Filmer. Da müssen wir uns ja noch mal drüber unterhalten. Ja. Wir haben ja noch ein paar Bands, die interviewt werden wollen. Jetzt habe ich wieder Zeit für sowas. Ja. Das Studium ist vorbei. Hab's mitgekriegt und? Werde habe ich noch keine, aber der Stress fällt von mir. Ja, und heute Abend. Bitte? Aber. Was ist? Ja, haben wir da. Und er trinkt. Er trinkt einfach nur. So sind sie. Die Musiker von heute. Ich dachte, er haut noch mal drauf, aber er haut nicht mehr drauf.
Manche sagen auch Schlagzeug spielen. Manche sagen draufhauen. Es ist heile geblieben. Tatsächlich. Er hat ein Feingefühl, auch wenn man es nicht unbedingt merkt. So sind sie, die Schlagzeuger. Subtil, aber gekonnt. Wunderschön. Also ich will Ihnen ja nichts sagen, ne? Aber Sie wissen schon, dass das defekt ist. Das ist schon hier ein Loch, Strich, Loch. Also das ist, ich glaube, das ist B-Ware. Und das hier, also das hätte man auch, glaube ich mal, also, ja, Beulen, ja, und hier. Haben Sie irgendwann keine Lust mehr gehabt, das zu polieren, ne? Ich sehe ja schon, ja, es ist, also, das ist, also, ne, also, schlimm. Schlimm. Ernst. Soundcheck. Oh, das war geil. Geile Perspektive. Sogar mit Lensflare. Hm. Falls ihr euch übrigens fragt, der Bassist fehlt noch. Den müsst ihr euch jetzt dazu denken, aber der kommt später noch. So ist es. Er ist schon richtig wie Agent Smith hier verkabelt. Ja, schon die Dinger im Ohr hängen. Super. Die In-Ears. Damit die Musiker sich auch selber hören. Habt ihr eure Interesse schon an? Ja. Das heißt, da kommt gerade nichts. Da kommt gerade nichts, ne? So. So sieht's fertig aufgebaut aus.
Arsch Feuer! Habt ihr Bock? We'll be right back.
wollt. Er ist frisch angekommen heute, extra gekauft für heute. Und ihr seht, hängt er nicht hier. Als erstes mal zu meiner linken Seite an der Gitarre Mr. Yannick Kals. Der Mann, der das Hemd so tief aufklappt, wie die Frau es will. Stabile Brust. Zu meiner rechten Seite Jazz in Person. Und der Mann, der meine Insta-Stories gekickstartet hat mit seinen Insta-Stories, Paul Dupont. Was? Der Mann, der für diesen ganzen Scheiß verantwortlich ist, der mich darauf gebracht hat, diese Art von Musik überhaupt erst zu hören. Du bist selber schuld für das, was jetzt passieren wird. Unser Original Drummer, der heute unseren eigentlichen aktuellen Drummer Matthias ersetzt, der leider nicht da sein kann. Simon fucking Schneider! Ja. Mein Name ist Pascal Schopp und ich habe den folgenden Song geschrieben. Und es tut mir sehr leid für meine Bandmates.